Viele sagen ja ganz offen, dass diese Tage, die wir gerade erleben, diese unglaublichen politischen und gesellschaftlichen Umwälzungen, in denen wir gerade stehen, das sei sozusagen die Geburtsstunde einer neuen Zeit, die Geburtsstunde einer neuen Welt, die jetzt anbricht. Mag sein, kann sein. Ein Philosoph hat gesagt, wir Menschen befinden uns gerade wie ein Baby in dem Geburtskanal und wissen nicht, wo geht's am Ende raus. Das Baby weiß es ja auch nicht bei der Geburt. Neue Zeit und wir wissen nicht, was kommt. Neue Zeit. Aber erlauben Sie mir, ich bin in Sorge. Mir graut bei dem Gedanken, auf was wir zugehen. Was das für Zeiten wohl sein werden, die der Mensch da herbeiführt und heraufführt. Bin in Sorge. Jesaja spricht aber von der Zeit, in der der Gott Israels das Heft des Handelns in die Hand nimmt. Diese Zeiten, meint er, es ist die Zeit des Heils, die Zeit der Rettung, die Zeit der Vollendung, die Zeit, wo Gott sichtbar die Dinge in die Hand nimmt. Es ist die Zeit, die so anfängt. Ist Ihnen das aufgefallen? Da sagt Gott, denn siehe, ich will. Denn siehe, ich will. Jetzt will Gott. Und jetzt führt er die neue Zeit herauf. Jetzt will nicht mehr der Mensch. Jetzt will nicht mehr die Politik. Jetzt will nicht mehr der Gesetzgeber dieses oder jenes. Jetzt will nicht mehr dieser oder jener Despot. Jetzt will und wird er. Jetzt will Gott. Denn siehe, ich will, sagt Gott. Und so führt er die neue, die göttliche, die heilsame, die wirklich heilsame Zeit herauf, auf die wir Christen zugehen und von der wir Christen wissen. Davon spricht Jesaja. Und jetzt kann ihn der Schöpfer nichts mehr halten. Niemand kann ihn hindern, niemand kann ihn aufhalten, wenn er sagt, ich will. Und auf was kommt es jetzt an? Jetzt kommt es auf eines an, zu ihm zu gehören. Jetzt kommt es darauf an, zu ihm zu gehören. Sein Leben, ihm ganz zu übereignen. Sein Eigentum zu sein. Sein Kind zu sein. Ohne Wenn und ohne Aber. Ja, seinem Herrschaftsbereich anzugehören. Und ihm zu dienen.